So, ja, hallo YouTuber, einen kleinen Mikrofontest, der wahrscheinlich überhaupt nicht hochgeladen wird, aber trotzdem machen wir das mal. Ist das nicht immer wieder interessant, wenn man aus Versehen den Ton anlässt und dann die Elgato dich von der Seite nochmal anspricht? Das ist fucking irritierend. Okay, was hatte ich denn vor? Anscheinend hatte ich Noscha-Kanäle TDM vorgehabt. Nice to know. Hä? Ich bin ja nicht im TDM von Noscha-Kanäle, oder? Das ist eine andere Map gerade, oder? Ah, ich habe mich wahrscheinlich der Map-Rotation einfach nur verlesen. Ja, ich wollte einen Enemy Soldier, over. Ach, geh dir mal ein neues Einkaufen. Ja, ich probiere eigentlich gerade ein neues Mikrofon aus, deswegen. Ich klinge auch wahrscheinlich saumäßig krank. Weil ich es bin und ich kann auch momentan eigentlich gar nicht so lange durchweg reden, weil ich zwischendurch laufend schniefen muss und laufend huste und was weiß ich was. Hab mir da ein bisschen die Grippe geholt, was das angeht, aber ich habe einfach einen Mikrofontest gerade am Laufen und. Oh. Ich will einfach nur mal wissen, ob das funktioniert so oder ob es nicht funktioniert, weil das ist gerade nur unbearbeitetes Mikrofon, nur mit Elgato Game Capture HD. Und es könnte sein, dass das Mikrofon dadurch natürlich viel zu laut ist oder viel zu leise, je nachdem, das weiß ich jetzt noch nicht. Auf jeden Fall, wenn das der Fall ist, dann mache ich es ab jetzt wieder mit. Du kleiner Lacker, du. Dann mache ich es ab jetzt nämlich wieder mit Traps. Ach, mit Traps, das laber ich mit Outer City. Und dass mein Traps da oben anzeigt und am Rumspacken ist. Das ist eigentlich nur eine kleine Sicherheitsmaßnahme von mir, weil. Ich probiere momentan so ein bisschen aus mit Flaps und sowas aufzunehmen. Muss ich aber ehrlich sagen, die Elgato ist mir immer noch am sympathischsten, egal wie oft ich irgendwelche anderen Möglichkeiten ausprobiere, die Elgato ist einfach am besten dafür. Weil die Elgato macht es mir halt scheiße einfach, den ganzen Kram hier zu machen. Facke. Ja, wie gesagt, die macht es mir halt verdammt einfach und ich probiere einfach gerade nur Battlefield 3 aus. Das habe ich ewig nicht mehr gespielt. Wollte mal wissen, was für FPS ich mit meiner neuen Grafikkarte eigentlich bekomme. Die ich eigentlich nur für. Oh, meine Fresse, ich hasse Techlights einfach. Die ich eigentlich nur für Battlefield 4 geholt habe. Aber da mir Battlefield 4 momentan sowas dann auf den Sack geht, dass ich wahrscheinlich nicht mehr spielen werde. Und das ist an der Stelle mal voller Ernst, das Spiel geht mir sowas auf den Sack, ich werde das auf keinen Fall mehr spielen. Und wenn ich jetzt noch einmal von diesem Camper erledigt werde, der Typ geht mir auf die Eier. Meine. So, jetzt snipe ich wahrscheinlich gleich wieder einer. Aber ich muss ja weiter reden, weil ansonsten kann ich mein Mikro nicht austesten, so logischerweise. Hallo Kollege, dich habe ich gehört. Was auf jeden Fall schon mal gut für mich ist, ich höre wieder Leute. Ich bin aber auch ein kleiner Lacker. So, Kollege. Campen hat sich gerade erledigt. Ihr sollt Rival Metal kriegen. Metal. Kriegen wir auch gleich noch hin zurück. Und wenn der nicht mal einfällt, mit Glitchen.
Boah, krass. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Rafiki einfach nicht trifft. Ich habe manchmal echt das Gefühl, dass wenn du mit der Rafika dieses Spamfire machst, dieses Trigger, 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 dass sie einfach uns verrecken, die Kugeln beim Gegner überhaupt nicht ankommen, dass sie irgendwo hingehen, aber nicht zum Gegner. Ich pack die aber beim nächsten Tod raus, ich mag die Rafika einschnitt. Ich hab ihnen jetzt nochmal so eine Chance gegeben. Ich bin zum Ergebnis gekommen, dass ich das halt immer noch nicht leiden kann. Na, das war doch mal ein Room Clear, oder? Na, die Hütte ist leer. Die Hütte ist leer. Boah, da picken ja auch die fortgeschrittenen Leute. Und weiter geht die Sommerei. Jetzt würde ich allerdings gerne mal wieder raus können, aber leider hängen meine Leute irgendwie so nah auf mir drauf, dass ich mich nicht nach draußen bewegen kann. Mann, ich will nicht campen, ich will... Danke. Endlich bin ich hier raus. Das war eine Kackidee, mich da hinzustellen. Ja, den habe ich auch gesehen. Tun wir noch, was wir können, bevor wir sterben. Jawohl. Ja, erfolgreiche Runde, würde ich mal sagen. Lief besser, als ich dachte. Ne, auf jeden Fall jetzt erstmal Mikro.